ist der absolute Hammer. Schaut euch mal diese riesigen violettschuppigen Pfifferlinge an. Nicht nur wieder büscheliges Wachstum, sondern auch extrem große Fruchtkörper. Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Waldrunde. Ja, auch bei mir gibt es mal eine Nullnummer. Ich habe heute ein Habitat viel, viel weiter westlich kontrolliert. Ja, da gibt es normalerweise Anhängselröhrlinge, die man so gut wie nie finden. Da gibt es Hainbuchenraufhüse, die man so gut wie nie finden. Und noch die ein oder andere seltenere Art, ja, die wir heute gerne abgelichtet hätten. Aber auch nach ja, ungefähr so 1,5 Stunden gab es nicht einen einzigen Fund in dem Habitat. Und dann haben wir gesagt, nee, dann lassen wir das, dann fahren wir dahin, wo wir wissen, dass wenigstens ein bisschen was wächst. Ja, und jetzt sind wir hier im Nadel- bzw. Nadelmischwald. Da hat man letzte Woche wenigstens sehr, sehr schöne Funde vom violettschuppigen Pfifferling. Ja, hier hat es doch nochmal eine Spur mehr geregnet. Und vielleicht geht es auch hier jetzt mit der ein oder anderen weiteren Art los. Es gibt ja noch ganz viele Arten, die bei uns bisher fehlen. Ja, gerade so Arten wie der Pfefferröhrling, die bei uns eigentlich ein Massenpilz sind, haben sich noch gar nicht gezeigt und dementsprechend, ja, schauen wir einfach mal, ob die Arten da sind, schauen wir mal, was die violettschuppigen Pfifferlinge machen und vielleicht haben wir ja jetzt endlich mal wieder auch im Nadelmischwald eine schöne, artenreiche Waldrunde. Vielleicht drückt es wieder mal die Daumen, ja, hat ja auf den letzten Waldrunden immer ganz, ganz gut geklappt. Auf geht's! Ja, und während es langsam anfängt zu regnen, klappt es gleich mit dem ersten Fund und zwar mit einer Art, die wir bisher im Pilzjahr 2023 noch nicht hatten. Die Kartoffelbovisti sind da. Der Kartoffelbovist heißt Kartoffelbovist, weil er aussieht wie so eine kleine Kartoffel. Gibt da verschiedene Kartoffelbovist-Arten. Das hier dürfte vom ersten Eindruck her der dickschalige Kartoffelbovist sein. Ist ein Giftpilz, wird manchmal plus minus sogar für eine Trüffel gehalten, ist aber wie gesagt ein Kartoffelbovist. Ja, und das Schönste an denen ist das Schnittbild. Und das schauen wir uns natürlich dann gleich an und dann gehen wir vielleicht noch auf ein, zwei Merkmale und Infos zur Art ein. Ja, habt ihr das gesehen? Das passiert immer wieder, wenn ich meine Detailaufnahme mache, ganz ruhig im Wald bin, werde ich auf einmal von irgendwelchen Tieren überrascht. Das waren zwei ganz, ganz junge Rehe. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das Schnittbild vom Kartoffelbovist ist einfach immer wieder zeigenswert. Worauf kommt es an? Ja, wenn man sich das Schnittbild genauer anschaut, dann sehen wir schon, gerade bei den jungen Exemplaren, da gibt es so einen wirklich ja, fast rein weißlich gefärbten Rand. Und dann geht es in so ein cremeweißlich über und von der Mitte beginnen die sich dann violett bzw. dunkelviolett zu verfärben. Ja, und diese dunkelviolette Verfärbung nimmt immer weiter zu, bis im Prinzip das komplette Fleisch vom Kartoffelbovist in Beschlag genommen wurde. Wie giftig ist die Art? Ja, das ist gar nicht mal so einfach zu beantworten. In der Regel wird von Magen-Darm-Störungen berichtet, manchmal aber auch von schwereren Vergiftungen. Da wird dann von Ohnmachtsanfällen, glaube ich, berichtet. Ja, und auch Sehstörungen und irgendwas in diese Richtung sollen da theoretisch möglich sein. Also ist auf jeden Fall eine Art, mit der man nicht experimentieren sollte. Auch wenn der Kartoffelbovist wohl gerade in Osteuropa manchmal sogar als Trüffelersatz zum Einsatz kommt. Wie das Ganze funktioniert, weiß ich aber ehrlich gesagt nicht. Habe ich mich nicht damit beschäftigt. Aber für mich ist und bleibt der Kartoffelbovist ein Giftpilz. Ja, und ansonsten, das Pilzporträt ist gedreht. Alle weiteren Details folgen dann in einem wirklich ausführlichen Porträt zur Art mit ganz, ganz vielen detaillierten Aufnahmen. Freue ich mich schon drauf, das dann zu schneiden. Und wir schauen jetzt weiter, was sich sonst noch so zeigt. Luftlinie 100 Meter von den Kartoffelbovisten weg, wachsen. Ja, wieder violettschuppige Pfifferlinge. Ist hier ein ganz, ganz tolles Habitat der Art. Da noch ein ganz, ganz kleines Exemplar. Hier sogar büscheliges Wachstum. Aber auch hier können wir schon wieder sehen, ja, mit so einem latenten Trockenschaden links. Und hier schon das nächste Exemplar. Und das dürfte auch das erste Exemplar sein, das bei uns heute im Speisepilzkorb landet. Nehmen wir den Fund mal raus.
Und jetzt sehe ich gerade aus dem Augenwinkel, schaut's mal. Ich glaube, da vorne haben wir nochmal eine schöne Gruppe mit denen. Ganz, ganz junges, frisches Wachstum bei den violettschuppigen Pfifferlingen. Ist das nicht der absolute Hammer? Ja, die haben ja letzte Woche schon richtig losgelegt, aber hier zeigt sich jetzt nach dem Regen überall, wie gesagt, ganz, ganz junges, frisches Wachstum. Wunderbar. Könnt ihr euch noch an die Tour vom letzten Freitag erinnern? Da haben wir ja einige von den violettschuppigen Pfifferlingen stehen gelassen. Den zum Beispiel, den da unten, den hier und den da vorne zum Beispiel. Ja, und wenn die alle noch da sind, heißt es, hier ist sicherlich kein anderer Sammler unterwegs gewesen. Ja, und was machen die violettschuppigen Pfifferlinge, wenn man sie stehen lässt? Sie bedanken sich mit neuem, frischem Wachstum. Da ist zum Beispiel einer nachgewachsen. Ah, sieht der schön aus. Also diese violettschuppigen Pfifferlinge gehören für mich auch mit zu den fotogensten und schönsten Arten überhaupt. Ja, aber nicht nur hier, denn ich sehe auch da vorne schon neues, frisches Wachstum, wobei man hier höllisch aufpassen muss, denn auch hier überall ganz, ganz junge violettschuppige Pfifferlinge. Schaut euch das an, die stehen hier überall unter dem Laub, unter dem Gras. Ja, und dementsprechend gehen wir hier einfach durch, schnappen uns das ein oder andere schöne Exemplar. Da ist auch noch mal einer. Und den Rest lassen wir wieder stehen und weiter wachsen. Ja, macht schon wieder richtig, richtig Spaß. Bin schon gespannt, wie es an den anderen Stellen mit der Art aussieht. Ja, hier klappt es jetzt mit einem Täubling. Und vom ersten Eindruck würde ich sagen, ja, könnte ein typischer Stinktäubling sein, aber das müssen wir natürlich genauer überprüfen. Wie? Über den Geruch. Es gibt nämlich bei den Stinktäublingen so ein paar ähnliche Arten, wie zum Beispiel dem Mandeltäubling, die sich dann leicht am Geruch erkennen lassen. Aber so vom ersten Eindruck her würde ich sagen, typischer Stinktäubling. Schauen wir mal. Ja, tatsächlich haben wir hier einen sehr interessanten Täublingsfund vor uns. Es ist, Überraschung, kein Stinktäubling. Ja, ich war mir eigentlich von der Hutfarbe und von der Vorfindesituation her schon relativ sicher, dass das in die Richtung Stinktäubling oder Mandeltäubling oder irgendwas in diese Richtung gehen sollte. Ist aber was ganz anderes. Diese Stinktäublinge haben hier so einen ganz speziellen Geruch. Wenn man sich den mal eingeprägt hat, dann erkennt man den im Feld eigentlich sofort. Ja, und diesen Geruch hat dieser Fund nicht. Der riecht auch nicht irgendwie nach Mandel oder Marzipan, dass man sagt, okay, geht eher in die Richtung Marzipantäubling. Das auch nicht. Ja, und auch das Schnittbild ist für Stinktäublinge extrem untypisch. Ja, also Stinktäubling ist es nicht, denn der hätte einen kammerartig hohlen Stiel. Was könnte es denn dann sein? Ja, es gibt eine Art, die typischerweise so einen braunen Stiel haben kann. Das ist der sogenannte Lederstieltäubling. Ein weiteres Merkmal der Art ist die extrem variable Hutfarbe. Da ist von, ja, schon fast leuchtend rötlich bis hin zu so einem, ja, am Rand erkennt man vielleicht so noch so ein paar rötliche Farben, zu so einem orangebraun, eigentlich alles möglich. Was ist eins der wichtigsten Kernmerkmale der Art? Die Farbreaktion mit Kalilauge der Stielbasis. Die müsste rötlich ausfallen. Wollen wir das testen? Ja, natürlich, wir wollen ja wissen, ob das wirklich der Lederstieltäubling ist. Schauen wir mal. Ja, wie macht man das Ganze? Man schnappt sich seine Kalilauge, beträufelt den Stiel. Ja, und wie wir sehen, eine ganz, ganz typische knallig rote Farbreaktion. Und das ist für den Lederstieltäubling mega, mega typisch. Ja, und damit ist eine weitere Art im Pilzjahr 2023 angekommen, der Lederstieltäubling. Ja, da sieht man schon, die Bestimmung von Täublingen ist normalerweise oder bei den meisten Arten nicht möglich, indem man die von oben oder von der Seite betrachtet. Man muss sie rausnehmen. Ja, manchmal ist ein Schnittbild wichtig, manchmal die chemischen Reaktionen, manchmal geht es nur über die Geschmacksprobe.
Ja, und in dem Fall wäre die Geschmacksprobe scharf und trotzdem wäre der Lederstiel-Täubling tatsächlich essbar. Ist also wieder mal eine von den ganz, ganz vielen Ausnahmen von diesen typischen Regeln, die es bei den Täublingen und Milchlingen zum Beispiel gibt. Ja, und wer mehr über die Geschmacksprobe erfahren möchte, dass wir das nicht jedes Mal im Detail erklären müssen, wir haben dazu ein eigenes Video gemacht, das verlinken wir euch wie immer gerne in der Videobeschreibung, wenn es euch interessiert. Es gibt so ein paar Dinge hier in diesem Wald, ja, da kann man im Prinzip plus minus die Uhr danach stellen. Das ist jedes Jahr das Gleiche. Ja, und dementsprechend bin ich jetzt hier. Warum? Da unten haben wir diese berühmte Mulde mit den violettschuppigen Pfifferlingen, wo die immer besonders intensiv violett gefärbt sind. Und immer wenn man da unten in dieser Mulde 2-3 Fruchtkörper erntet, kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass ein paar Tage später an einer anderen Stelle Pfifferlinge wachsen. Ja, und bevor ich euch die zeige, muss ich euch warnen, ich glaube, das sind mit die größten und schönsten violettschuppigen Pfifferlinge, die ich seit langem gefunden habe. Ist der absolute Hammer, schaut euch mal diese riesigen violettschuppigen Pfifferlinge an. Nicht nur wieder büscheliges Wachstum, sondern auch extrem große Fruchtkörper. Und man muss dazu sagen, die stehen hier nicht seit 2-3 Wochen und hatten Zeit zu wachsen. Nein, die müssen innerhalb der letzten 7 Tage gewachsen sein. Warum? Ja, weil ich natürlich auch diese Stelle hier am letzten Freitag kontrolliert habe. Unglaublich, wie groß die sind. Vielleicht kommt es jetzt auf dem Video gar nicht so krass groß rüber, aber das sind schon wirklich außergewöhnlich schöne, große, violettschuppige Pfifferlinge. Nehmen wir die mal raus, die muss ich euch natürlich auch geerntet einmal zeigen. Was für ein schöner Fund. Um die Spannung noch ein bisschen auf die Höhe zu treiben, noch ein kurzer Vergleich. In meiner Hand habe ich jetzt einen violettschuppigen Pfifferling von vorher. Das ist wirklich eine Größe, wo man sie ernten kann. Und auch das ist normalerweise schon deutlich größer, ergiebiger und stämmiger als der echte Pfifferling. Ja, und jetzt halte ich diesen schönen, nicht allzu großen, aber normal großen violettschuppigen Pfifferling mal neben den anderen Fund. Und jetzt schaut euch mal diesen Größenunterschied an. Ist es nicht der absolute Hammer? Vielleicht wird es so noch ein bisschen deutlicher, wie groß der Fund hier ist. So, jetzt spanne ich aber euch nicht mehr länger auf die Folter. Jetzt versuchen wir, die aus dem Boden zu bekommen. Ich glaube, ich habe euch nicht zu viel versprochen, oder? Was für riesige Pfifferlinge. Unfassbar. Ja, die haben in der Hand jetzt vielleicht, wenn ich es grob schätzen müsste, 150 bis 200 Gramm. Wahnsinn. Ja, und wie man sehen kann, gibt es da sogar noch Nachwuchs. Das Loch machen wir natürlich so gut es geht jetzt wieder zu. Aber da haben wir noch 2 Fruchtkörper, da presst sich einer aus dem Boden, da und sogar da. Oh, der wird schwer haben, vielleicht versuchen wir die Wurzel so ein bisschen zu heben, dass der vielleicht weiter wachsen kann. Ja, sensationell, also das ist schon wirklich ein Fund wie aus dem Bilderbuch. Schaut's mal, wie die gelb leuchten, ja, da kann man gar nicht mehr wegschauen. Wirklich absoluter Pilzwahnsinn. Ja, und hier jetzt nochmal der Standardpfifferling oder der Pfifferling in Standardgröße daneben gelegt. Ist eigentlich fast kein Vergleich. Ja, wer hätte es gedacht? Die Röhrlinge scheinen doch zu wachsen. Hier jetzt endlich mal wieder eine wunderschöne, junge, flockenstielige Hexe. Hätte nicht gedacht, dass die jetzt wieder wachsen. Bei denen war ja Vollpause. Also da war nicht mal irgendwas Altes zu finden. Hier jetzt, wie gesagt, junges, frisches Wachstum und nochmal ein Kandidat für den Speisepilzkorb. Also jetzt geht's hier im Nadelwald ja richtig, richtig ab. Schaut euch mal dieses wunderschöne Exemplar vom fleischroten Speisetäubling an. Ich bin ja immer ein Fan davon, die zu sammeln, wenn sich der Hutrand noch nach
innen oder unten biegt. Ja, in dem Fall ist es fast schon ein bisschen grenzwertig, aber der steht so schön da. Ja, und auch was ich von den Lamellen erkennen kann, scheint der noch nicht zu alt zu sein und dementsprechend vielleicht sogar ein weiterer Kandidat für den Speisepilzkorb. Diese Speisetäublinge heißen ja nicht umsonst so, mit einer der besten Speisepilze überhaupt. Nehmen wir mal raus und schauen wir ihn uns genauer an. Ja, diesen tollen Eindruck von der Hutoberseite konnte auf der Hutunterseite jetzt leider nicht bestätigen. Ja, hier sieht er gut aus, aber ansonsten fehlen schon größtenteils die Lamellen. Ja, und das größte Manko, er hat auch so eine kleine, versteckte, faulige Stelle. Und solche Fruchtkörper sollten nicht mehr im Speisepilzkorb landen und dementsprechend bleibt er mit dieser fauligen Stelle hier natürlich im Wald. Aber ansonsten ist es schon wirklich ein wunderschönes Paradebeispiel vom fleischroten Speisetäubling. Nicht nur die Farbe ist extrem typisch, sondern schaut euch mal den Hutrand an. Ein Charakteristikum der Art ist ja, dass die Huthaut verkürzt ist und die Lamellen eben am Hutrand so deutlich wie hier überstehen. Gerade wenn die ausgewachsen sind, ist es mega deutlich zu sehen. Ja, und so ist es hier. Schade drum, der hätte sich im Speisepilzkorb wirklich gut gemacht mit seinem tollen Geschmack. Aber so ist es halt, darf er hier noch weiter seine Sporen verteilen. Ja, und an gewohnter Stelle klappt es auch, leider nur mit einem Einzelfund, aber doch mit einem Pfirsichtäubling. Die haben hier eigentlich in den letzten Jahren immer zuverlässiges Wachstum gezeigt. Letztes Jahr vielleicht ein bisschen geschwächelt, dieses Jahr schon ein, zweimal gekommen. Ja, und ich würde vorschlagen, den nehmen wir jetzt nochmal raus. Vielleicht zeigt er uns seine typische violette Stielfarbe, die bei denen nicht immer vorhanden ist. Schauen wir mal. Ja, und da sieht man schon, auch da wieder fehlt so ein bisschen dieser violett überhauchte Stiel. Ist bei denen gar nicht mal so untypisch, habe ich immer wieder mal, dass der Stiel fast oder auch mal komplett weißlich gefärbt ist. Und ansonsten hat dieser Täubling mindestens den gleichen Speisewert wie auch der Speisetäubling. Sehr, sehr guter Speisepilz, allerdings sehr, sehr häufig wurmstichig und das vermute ich bei dem jetzt leider fast auch. So wie der jetzt aussieht. Ja, ich denke, wenn man ganz genau hinschaut, kann man die Madengänge erkennen. Ist ein bisschen schwer zu erkennen, weil der Fund auch relativ klein geblieben ist. Insgesamt scheint ihnen immer noch so ein bisschen das Wasser zu fehlen. Ist mir jetzt schon bei mehreren Fruchtkörpern aufgefallen, obwohl wir in den letzten Tagen so 20-25 Liter auf dem Quadratmeter hatten. Ja, sind viele Fruchtkörper verhältnismäßig klein geblieben, als würde ihnen irgendwas abgehen. Und das ist normalerweise immer das Wasser, das ihnen dann zum Wachsen fehlt. Vielleicht hatten die Bäume so großen Durst, dass die sich alles reingezogen haben über die Wurzeln. Ja, und so diesen Fruchtkörpern aktuell noch zu wenig Wasser zum Wachsen zur Verfügung steht. Ja, und weil der eben so wurmstichig ist, lassen wir den hier im Habitat. Schade drum. Ja, ich ahne gerade Übles. Ich glaube, wir haben so einen kleinen Massenfund der Flockenhexe entdeckt. Wie bei den violettschuppigen Pfifferlingen gibt es hier noch so ein paar Dinge, auf die man sich immer verlassen kann. Wenn man in dem Wald Flockenhexen findet, dann wachsen die auch auf diesem Weg und meist in größerer Anzahl. Ja, und jetzt können wir mal durchzählen, denn ich habe nicht nur den entdeckt, sondern hier oben noch zwei weitere und weiter unten sieht es danach aus, als würden da nochmal ein paar ältere Flockenhexen stehen. Sollen wir schauen, wie viele das es werden? Ich bin schon gespannt. Ich habe noch nicht geschaut, wie gesagt. Zählen wir mal durch. 1, 2. Die wahrscheinlich schönste hier. Ah, die steht aber auch wirklich schön da. 3. Und dann schauen wir hier mal vorsichtig entlang. Oh ja, da ist ein bisschen mehr los. Schaut euch das mal an. Die Nummer 4, die Nummer 5, die Nummer 6, die Nummer 7, die Nummer 8, die Nummer 9, die Nummer 10. Und nochmal eine ganz schöne junge Flockenhexe, die Nummer 11. Daneben die Nummer 12,
Da vorne die Nummer 13. Ja, das ist ja nur noch wild jetzt hier. Schaut euch das mal an. Eine Flockenhexe nach der anderen und eine schöner als die andere. Ja, ein paar alte waren da jetzt auch dabei, aber Wahnsinn. Also das hätte ich ja wirklich nicht gedacht, dass hier jetzt bei den Röhrlingen und den Flockenhexen so extrem viel los ist. Was ist das schon wieder für eine Waldrunde? Ey, man hat das Gefühl, es wird jetzt von Tag zu Tag wirklich mehr und wirklich schöner und wirklich einfach nur hammermäßig. Wie gehe ich bei so einem Massenfund vor? Ja, ich schaue einfach die ganzen Fruchtkörper durch und überlege mir, welche sind die schönsten und dann picke ich mir die einfach raus. Ja, und was soll ich sagen? Also bei dem Fruchtkörper hier, glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen. Das dürfte einer der schönsten auf diesem Fleckchen sein und damit ein Kandidat für den Speisepilzkorb. Schaut diese Flockenhexe nicht einfach nur wunderbar aus? Viel schöner geht's nicht. Ja, man kann der Natur einfach nur dankbar sein. Eine ganz, ganz spezielle Tour heute, weil es einfach jetzt auch im Nadelwald endlich eine tolle Vielfalt gibt. Ja, und zum Abschluss oder einer der letzten Funde der Tour ist was ganz, ganz Besonderes. Eine wirklich riesige Hexenbutter. Glaubt ihr mir nicht? Soll ich sie euch zeigen? Natürlich ist nicht der kleine Fund hier gemeint. Schaut euch mal dieses Riesenteil an. Unglaublich. Ich habe noch nie live im Wald so ein großes, riesiges Exemplar der gelben Lohblüte, also der Hexenbutter, gesehen. Gerade auch mit diesen leuchtend gelben Farben einfach nur wunderschön anzuschauen. Ist als Schleimpilz kein Speisepilz, wie schon oft erklärt, aber in der Größe absolut zeigenswert. Was für ein schöner Fund. Ja, genau wegen solchen Funden geht man doch in den Wald. Ja, was soll ich sagen? Wieder eine Waldrunde, die viel zu schnell vergangen ist. Heute war wirklich alles dabei. Kartoffelbubist fürs Pilzporträt, leckere Speisepilze, Massenwachstum bei den Flockenhexen, riesige Exemplare vom violettschuppigen Pfifferling. Schaut euch das nochmal an. Ja, und dazu dann noch ein paar weitere Arten, wie der Pfirsichtäubling, der Speisetäubling, diese riesige Hexenbutter. Ja, und noch ein paar Arten, die wir euch nicht wieder gezeigt haben, zum Beispiel eben Samtfußkrempling und so ein paar Standardarten, die wir in den letzten Wochen immer wieder besprochen haben. Also hier jetzt auch im Nadelmischwald extrem viel los, vor allem wenn man es mit der Waldrunde vom letzten Wochenende vergleicht. Da waren hier, glaube ich, 3 oder 4 Arten nur zu finden und das auf einer fast längeren Waldrunde als heute. Dementsprechend bin ich mega zufrieden. Ja, und eigentlich habe ich überlegt, ob das nicht die letzte Waldrunde vom Juli sein soll. Aber morgen ist ja auch noch ein freier Tag, der Sonntag. Und irgendwie, glaube ich, werde ich es nicht lassen können, dass ich auch morgen noch eine Waldrunde drehe. Ja, weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich auch Pause. Mal schauen. Wenn es das für den Juli war, ja, dann bedanke ich mich hier jetzt schon mal bei der Natur für so einen tollen Pilzmonat. Und dann hoffen wir mal, dass es im August nahtlos so weitergeht. Wenn ihr morgen wirklich eine Stunde oder 2 oder 3 oder noch mehr habt, schaut unbedingt in die Wälder. Ja, es kann sein, dass er leer ausgeht. Man hat es heute wieder gesehen. Die ersten 1,5 Stunden im anderen Wald wirklich komplett pilzarm und hier dann aber dann doch tolle Funde möglich. Ist sehr waldabhängig aktuell. Ja, und da muss man einfach ein bisschen das Glück haben oder eben viel probieren, dass man an die richtigen Stellen kommt. Meine Daumen sind natürlich wie immer für euch gedrückt. Macht es gut, habt tolle Waldrunden und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt.